Hallo zusammen, hier ist wieder euch Land, heute bin ich wieder für euch in The War Within unterwegs und zwar wollte ich euch heute wieder so einen kleinen Mount Guide präsentieren. Heute geht es mal wieder um einen Händler-Mount und zwar befinden wir uns in Ashkahed auf den Koordinaten 5540 im Nest der Weberin und dort haben wir einmal die Händlerin Lady Vinatian. Und die verkauft uns alle möglichen Waren für die Ruffaktion hier. Und zwar, das sind einmal die durchtrennten Fäden. Wir wollen einmal einen Mount kaufen, und zwar wilder Kieferkrabbler. Dafür braucht ihr einen Ruhm von Minimum 22, um euch quasi das Mount kaufen zu können. Sobald ihr das habt, können wir dann gegen die Währung hier, also dieses K oder Cash, einmal das Mount holen. Und zwar kostet das 2815. Ich würde sagen, wir schauen uns das an und dann werden wir danach noch ein bisschen auf den Ruf eingehen. Also, wir lernen das Ding. Dann suchen wir es mal. Wilder Kieferkrabbler. Das ist der hier. Die Viecher sieht man auch zuhauf in der Zone rumkrabbeln. Man denkt immer, das ist ein Wurm, ne, der so an einem Boden lang schabt. Aber nee, der hat so kleine Ärmchen raus. Oder Beinchen, wie man es sieht. Sieht irgendwie witzig aus, wenn es so schnell rumkrabbelt und normalerweise nimmt man ein bisschen langsamer. Ja, ist auf jeden Fall ein witziges kleines Mount. Schee ist er jetzt nett. Zahnhygiene ist auch nicht so seins, aber hat was tatsächlich. Gut, ich würde sagen, wir schauen jetzt mal noch das Mount-Special. Moment. Ich habe gehofft, er gräbt sich ein, ich sag's euch. Okay, aber ist auch nicht verkehrt. Juti, jetzt würde ich sagen, schauen wir noch, wo wir den Ruf herkriegen. Und zwar könnt ihr den Ruf der durchtrennten Fäden dadurch erhöhen, dass ihr die Unterfraktion hochbekommt. Immer wenn ihr eine Unterfraktion quasi eine Stufe höher bekommt, gibt es auch eine Stufe hier quasi bei den durchtrennten Fäden. Also sprich, wenn ihr den General um eine Stufe erhöht, ne, gibt es immer auch eine Stufe bei den durchtrennten Fäden. Heißt, diese Stufen dann zusammengezählt, gibt dann dementsprechend die maximale Stufe 25 bei den durchtrennten Fäden. Gut, wie können wir die erhöhen? Naja, ist eigentlich relativ simpel. Ihr macht einmal die Kampagne, da gibt es schon mal gut Ruf. Dann macht ihr die Sidequest hier in der Zone. Dann könnt ihr noch zusätzlich die Rares umhauen, und zwar einmal wöchentlich. Da kann ich euch das Add-on Handy Notes empfehlen. Das zeigt es auch an, ob ihr die wöchentlich schon gekillt habt, diese Rares. Die bringen pro quasi Unterfraktion 50, also zusammengenommen 150. Dann könnt ihr auch noch die Schätze mitnehmen. Und die bringen einmal auch 150, die sind aber tatsächlich nur einmalig. Und zusätzlich könnt ihr natürlich auch noch Worldquests machen. Die Worldquests könnt ihr damit erhöhen vom Ruf her, indem ihr noch zusätzlich einen Vertrag von einem Inschriftenkundler mit draufpackt. Den könnt ihr euch theoretisch auch mal Aktionshaus kaufen. Dann könnt ihr nämlich alle Worldquests in The War Within machen, um noch ein bisschen extra Ruf zu erhalten. Und das Letzte, was dann noch geht, ist im Endeffekt wöchentlicher Ruf, den ihr in den Delves bekommt. Und da gibt es für jede von den vier Grundfraktionen aus The War Within, ich glaube, 1200 und ein paar zerhackte Ruf, die ihr einmalig für die Woche mitnehmen könnt. Oder beziehungsweise wöchentlich mitnehmen. Also einmal die Woche gibt es 1250 Ruf sind es, glaube ich. Also das sind soweit die Quellen. Was ihr natürlich dann noch zusätzlich habt, sind auch jetzt hier eine Weekly-Quest, die ihr auswählen könnt, ne? Beziehungsweise in Donegal gibt es dann auch nochmal Weekly-Quests, unter anderem haben wir da auch die Möglichkeit, die Dungeon-Quest zu nehmen, dann könnt ihr natürlich auch den Ruf hier für die Fraktionen einmal auswählen. Juti, das war es soweit mit dem kleinen Mount Guide, hat mich gefreut, dass ihr dabei wart, euer Tilla, bis zum nächsten Mal, ciao!